Der wohl traurigste und bitterste Tag für den österreichischen Vereinsfußball ist Geschichte. Red Bull Salzburg scheitert zum 11. Mal am Einzug in die Champions League. 2:0 in Führung wehnten sich die Mozartstädter bereits im Konzert der Großen, innerhalb 77 Sekunden schickt Belgrad die Bullen aber ins Tal der Tränen. Das sagen die Spieler nach dem Match. Christoph Freund, Sportdirektor Salzburg: Es ist schwierig zu erklären. Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht, und dann bekommen wir in 2 Minuten 2 Tore, die wir so sonst nicht bekommen. Es ist bitter, es ist eine große Leere da. Wenn man 2:0 führt, darf man das Spiel nicht mehr aus der Hand geben. Das kam aus dem Nichts, die haben sich keine Chancen herausgespielt. Natürlich sind wir jetzt wieder die Blöden, wie in den letzten Jahren. Andreas Ulmer, Salzburg-Kapitän: Die Enttäuschung sitzt tief drinnen. Wir haben über weite Strecken ein großes Spiel gemacht, haben sehr viel Großchancen gehabt und hätten trotz der 2 Gegentore gewinnen können. Wir haben bis zur letzten Sekunde alles probiert. Wir hätten das Weiterkommen verdient gehabt. Morgen wird sicher noch ein schwerer Tag für uns. Munastabö, Salzburg Doppeltorschütze: Wir haben alles gegeben und waren die viel bessere Mannschaft. Aber das ist Fußball. Wir haben Fehler wie Kinder gemacht. Ich weiß nicht, was da gerade passiert ist. Es macht jetzt keinen Sinn, zu sagen, dass wir 10-mal besser als sie waren, aber wir waren 10-mal besser. Red Bull Salzburg und der Champions League Fluch: Seit dem Einstieg von Red Bull träumt Salzburg von der Königsklasse. 11-mal haben es die Bullen bislang versucht, geklappt hat es bisher aber nie. Die Chronologie des Scheiterns. Saison 2006/07, den ersten Versuch in die Champions League einzuziehen, starteten die Salzburger 2006/07 unter dem Trainergespann Trapattoni, Matthäus. In der 2. Runde wartete zuerst der FC Zürich. Nach einem 1:2 im Hinspiel stiegen die Salzburger mit einem 2:0-Sieg im Rückspiel in die 3. Runde auf. Dort hatten es die Bullen mit einem großen Kaliber zu tun. Allerdings konnten Lokwens und Co. dem FC Valencia zumindest zu Hause Paroli bieten. Karel Pitak schoss RBS zum 1:0 Hinspielsieg. Auswärts war dagegen nichts mehr zu holen. Fernando Morientes und ein damals 20-jähriger David Silva schossen Salzburg mit 3:0 aus dem Bewerb. Saison 2007/08, eine Saison später, durfte sich Salzburg erstmals als Meister versuchen. Die erste Hürde hieß Ventspils. Punkt war aber für die Bullen kein Problem. Dem 3:0 auswärts folgte ein 4:0 Kantersieg zu Hause. Damit zog die Trapattoni-Truppe erneut ins Playoff ein. Wartete mit Schachtjor Donetsk eine schwere, aber durchaus machbare Hürde. Das Hinspiel gewann Salzburg durch ein Zickler-Tor mit 1:0 und auch auswärts sah es lange Zeit gut aus. Remo Meyer erzielte in der Ukraine früh das 1:0, Schachtjor kämpfte sich aber zurück. 3 Minuten vor Schluss gelang Brandao noch das 3:1. So nah war Salzburg der Ziel seitdem nie wieder. Saison 2019. Nach einem Jahr Wartezeit durfte Salzburg im Sommer 2009 den nächsten Anlauf nehmen. Und fast wäre schon in der 2. Runde Endstation gewesen. Nach einem mageren 1:1 im Hinspiel gegen Bohemien sorgte Patrick Jelzek in Dublin erst kurz vor Schluss für das viel umjubelte 1:0. Der Zitteraufstieg war geschafft. Gegen Dinamo Zagreb, den Gegner der 3. Runde, sah es nach dem 1:1 Hinspiel nicht so rosig aus. Der heutige Juve-Star Mario Mandzukic bereitete den Bullen große Probleme, fehlte aber zum Glück im Rückspiel in Zagreb. Salzburg nützte das eiskalt aus und siegte durch Treffer von Svento und Nelisse mit 2:1. Damit stand Red Bull erstmals fix in einer internationalen Gruppenphase, allerdings wollte man ja unbedingt in die Champions League.
Im Playoff war jedoch gegen Maccabi Haifa Endstation. Die Israelis siegten in Salzburg 2:1, zu Hause dann noch klarer mit 3:0. Die Enttäuschung nach dem erneuten Scheitern war Janko und Co. deutlich anzusehen, immerhin gab es in der Europa League als Trost einen nie dagewesenen Erfolgslauf. Saison 2010/11, ein Jahr später durfte sich Salzburg erneut in der CL-Quali versuchen. Das Hinspiel der ersten Runde entschieden Wallner und Co. gegen Tórshavn klar mit 5:0 für sich. Im Rückspiel auf den Färöern setzte es allerdings eine 0:1-Blamage, die nach dem klaren Hinspielerfolg jedoch belanglos war. Der zweite Gegner war schon wesentlich härter. In Nikosia holten die Bullen ein 1:1, ein Ergebnis, das für das Rückspiel hoffen ließ. Und die Hoffnungen wurde eindrucksvoll bestätigt. Salzburg fegte Omonia mit 4:1 vom Platz und sicherte sich erneut die fixe L-Teilnahme. Mit der Königsklasse wurde es aber wieder nichts. Hapoel Tel Aviv erwies sich als zu starker Gegner und verschaffte sich mit dem 3:2 im Hinspiel eine gute Ausgangsposition. Das Rückspiel in Tel Aviv hielt die Stevens-Truppe lange Zeit offen, zu mehr als zu einem 1:1 reichte es allerdings nicht. Wieder war im CL-Playoff Endstation. Saison 2012/13, das CL-Abenteuer war im Sommer 2012 relativ schnell beendet. Gegen die Fußballzwerge aus Düdelingen setzte es eine der größten Blamagen der österreichischen Fußballgeschichte. Das Hinspiel verloren die Salzburger in Luxemburg mit 0:1, das 4:3 zu Hause reichte nicht. Saison 2013/14, als Nichtmeister hat Salzburg gleich zum Auftakt einen großen Gegner zugelost bekommen. Trotz zahlreicher Chancen musste sich RBS im Hinspiel gegen Fenerbahce mit einem 1:1 zufrieden geben. Auch im Rückspiel in Istanbul fanden die Mozartstädter gute Gelegenheiten vor, am Ende stand aber eine 1:3-Niederlage sowie das erneute Scheitern in der CL-Quali. Saison 2014/15, die dritte Runde der CL-Quali ging gegen die Aserbaidschaner Karabakh Akdam mit einem Gesamtscore von 3:2 an die Bullen. In der Qualifikationsrunde hieß die letzte Hürde auf dem Weg in die Gruppenphase Malmö FF. Kampel und Co. gewannen zu Hause noch mit 2:1, der Aufstieg war zum Greifen nahe. In Malmö schockten die Gastgeber Salzburg aber gleich in der Anfangsphase doppelt und setzten sich am Ende mit 3:0 durch. Red Bull verlor gesamt mit 2:4. Saison 2015/16, Salzburg bekam nur ein Jahr später die Chance, sich an Malmö für die Schlappe aus dem Sommer 2014 zu revanchieren. Und es sah tatsächlich ganz danach aus, dass die Bullen die Hürde Malmö in der dritten Quali-Runde packen werden. Zu Hause feierten die neu zusammengewürfelten Bullen von Peter Zeidler einen verdienten 2:0-Erfolg. Andreas Ulmer und Martin Hinteregger sorgten auch in Abwesenheit von Topscorer Jonathan Soriano für eine perfekte Ausgangslage für das Rückspiel in Schweden. Beim Rückspiel dauerte es genau 14 Minuten, bis Malmö das 0:2 wettmachte. Der Schock saß tief. Knapp vor der Pause gelang Malmö sogar der dritte Treffer, der schließlich die Fortsetzung von Salzburgs Champions-League-Fluch bedeuten sollte. Saison 2016/2017, der Gegner in der zweiten Quali-Runde, der lettische Meister FK Liepāja, war für die Bullen kein Problem und auch in Runde 3 folgte der Aufstieg gegen FK Partizane. Im Playoff wartete dann wieder einmal Dinamo Zagreb. In Zagreb erarbeitete sich Salzburg ein 1:1 und auch im Rückspiel führte man bis zur 87. Minute. Dann erzielte Zagreb den Ausgleich und in der Verlängerung auch noch den Siegtreffer. Für Salzburg sollte es auch im neunten Anlauf nicht klappen.
Saison 2017/18 gegen Hibanians aus Malta gab es in der zweiten Runde der CL-Quali keine Probleme, die Bullen gewannen beide Spiele souverän mit 3:0 und bekamen wie schon im Vorjahr ein kroatisches Team zugelost. Gegen HNK Rijeka lief es zu Beginn noch nicht nach Wunsch, Hlinka Vang konnte den Rückstand aus der ersten Hälfte aber wettmachen, so dass es mit einem 1:1 nach Kroatien zum Rückspiel ging. Und auch dort trafen die Salzburger das Problem, der Schiedsrichter ließ gleich zwei Treffer nicht zählen. Wurde das erste Tor noch zu Recht aberkannt, war es beim zweiten Treffer eine klare Fehlentscheidung. Das 0:0 war am Ende zum 10. Mal zu wenig. Diese Saison wagt Salzburg also den 11. Versuch. Die erste Hürde Scandia Tetovo wurde locker genommen. Munas Dabur sorgte mit seinem Doppelpack im Hinspiel früh für klare Verhältnisse. Am Ende hieß es 3:0, auswärts setzen sich die Bullen 1:0 durch. Der Gegner im Playoff heißt diesmal Roter Stern Belgrad. Die Bullen mussten zuerst auswärts ran, im Rückspiel haben sie Heimrecht. In Belgrad kamen die Bullen vor einer Geisterkulisse, Roter Stern war von der UEFA mit einer Strafe belegt, nur zu einem 0:0. Dabei hatte die Mannschaft von Marco Rose sogar noch Glück, dass Golicikin Stankovic zweimal in höchster Not retten konnte. Zu Hause geschah das Unfassbare. 2:0 in Front, in 77 Sekunden gelingen Belgrad zwei Tore und Salzburg ist wieder draußen. Marco Rose, Salzburg-Trainer: Es ist ein herber Schlag, es tut richtig weh. Es fühlt sich ganz beschissen an, weil es unser großes Ziel war. Und weil die Mannschaft viel investiert und viel probiert hat. Wir haben diese 2:0-Führung in 2 Minuten aus der Hand gegeben. Ich kann sagen, dass in der Kabine Leute sitzen, die heute nicht auf dem Platz waren und weinen. Ich bin verantwortlich für diese Gruppe und habe die Verantwortung, jetzt alle wieder auf den Weg zu bringen. Natürlich, es ist ein extrem bitterer Abend für uns alle. Klar wird jetzt ein bisschen was auf uns einprasseln, aber wir gehen weiter. Werbung, Werbung.